Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Heute gibt es die Buchneuerscheinungen für den Monat April. Ich habe wieder einige Bücher gefunden. Manche sind vielleicht schon als gebundene Ausgabe erhältlich, kommen jetzt als Taschenbuchformat raus. Ich habe auch ein Buch, was glaube ich generell nur als Taschenbuch erscheint. Das ist auch das erste, was ich gleich vorstellen werde. Es sind dieses Mal einige Verlage dabei, die ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Das heißt, es kann sein, dass ich kein Bildmaterial dazu finde. Aber da muss ich dann einfach schauen, vielleicht kann ich dann nichts einblenden, da müsstet ihr dann selber einmal googeln. Ich wollte dieses Video aber auch zum Anlass dafür nehmen, dass ich euch einen kleinen Ausblick gebe, was euch auf meinem Kanal bald erwartet. Irgendwie müssen immer die Buchneuerscheinungen dafür herhalten, aber ihr habt unten ja auch die Timecodes, da könnt ihr dann gerne an die jeweilige Stelle springen, falls euch dieser Ausblick nicht interessiert. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte schon ein bisschen was dazu sagen. Ich habe ja auch einen Community-Post gemacht, ein kleines Shorts-Video, was ankündigt, was bald kommt. Und ich glaube, es kann generell nicht schaden, so ein bisschen eine Vorstellung zu haben, was in den nächsten Wochen so kommt. Auf jeden Fall wird Part 2 des Yellowstone Specials kommen. Das ist so gesehen eine Eifel-Edition, weil ich habe so ein bisschen mitgefilmt, während ich da auf Wanderurlaub war mit Murphy. Und ja, da habe ich dann auch die Bücher gelesen oder zwei Bücher mitgenommen, die ich auch für dieses Special lesen möchte oder anlesen möchte, wie auch immer. Und habt ihr dann auch einige Naturaufnahmen mit dabei, Aufnahmen von Murphy. Und ja, ich muss sagen, ich habe das alles schon geschnitten und hochgeladen. Es ist einer meiner Lieblingsvlogs geworden. Es hat mir total viel Spaß gemacht, auch die Musik rauszusuchen und so. Und ich hatte halt auch Ruhe und einen freien Kopf dafür, den Vlog schön vorzubereiten, weil ich auch Urlaub hatte. Da merkt man dann richtig, dass man noch mal kreativer sein kann vielleicht. Ist ja immer das Wichtigste für mich persönlich, dass ich die Zeit habe. Und dann wird das auch ganz gut, glaube ich. Und das zweite Video, was auf jeden Fall online kommen wird, ist mein Abschlussvideo zum Thema SGD. Das haben sich ja auch viele von euch gewünscht, dass ich darüber dann nochmal spreche, wie so die Prüfungen waren, die Voraussetzungen für Studium, was ich damit machen möchte. Das war so die größte Frage. War es nur ein Interessenstudium oder möchte ich damit beruflich was machen? Und das werde ich alles in einem separaten Video klären. Ist auch schon abgedreht, wie gesagt, hochgeladen, kommt dann ebenfalls. Und was auch ein Thema auf meinem Kanal werden wird, da werde ich wahrscheinlich auch viele Vlogs drehen, vielleicht auch so ein paar Inspirationsvideos, ein paar Tipps. Ich weiß nicht, in welchem Umfang, weil ich auch darüber schreiben werde. Ich habe das ja schon angekündigt in einem Community-Post, dass ich jetzt ein Substack-Profil habe. Da habe ich auch den Link dazu reingepostet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke ihn aber auch nochmal in der Infobox. Und wenn ihr euch da anmeldet, dann bekommt ihr auch einmal wöchentlich einen Newsletter am Montag um 8. Ihr könnt die Beiträge aber auch auf diesem Profil lesen. Und zwar möchte ich das Thema Slow Living abdecken. Also es geht grundsätzlich um ein langsames, entschleunigtes Leben. Und ihr werdet da auf jeden Fall viele Naturaufnahmen sehen. Also ich möchte noch mehr wandern gehen. Ich bin richtig auf den Geschmack gekommen, vor allem weil ich die App Komoot noch mehr für mich entdeckt habe. Ich kannte die natürlich schon. Und als ich in der Eifel war, da bin ich wirklich nur in der Natur gewesen. Das hat mir so gut getan. Einfach weg von all den Geräten, von all den Benachrichtigungen. Es war ein Traum, wirklich richtig, richtig schön. Und dann werdet ihr auch mal Rezepte sehen oder Buchtipps. Alles, was mir so einfällt zu diesem Thema. Da werde ich immer Artikel schreiben. Ich habe einfach gemerkt, das Schreiben fehlt mir auch. Ich möchte meine Schreibleidenschaft teilen und das geht dort richtig gut. Ich liebe die Plattform. Die ist im englischsprachigen Raum definitiv bekannter als hier. Aber wer weiß, vielleicht kommt das hier auch noch mehr an und es gibt auf jeden Fall Menschen auch im deutschsprachigen Raum, die da Artikel schreiben. Da habe ich schon einiges gefunden. Also von daher, und meine Artikel sind natürlich auch auf Deutsch, also das vielleicht nur so zur Ankündigung. Der erste Artikel ist ja schon online und da habe ich so ein bisschen was zum Hintergrund erklärt, warum ich das Ganze überhaupt mache. Ich werde aber auf jeden Fall auch noch ein Einführungsvideo machen und da auch ein bisschen was dazu erzählen oder ein paar Aufnahmen dann posten. Und ja, das wird auf jeden Fall auch mehr Einzug auf meinem Kanal erhalten. Und ansonsten geht es weiter wie bisher, ne? Also ihr kennt ja die Formate oder die groben Ideen. Jetzt starten wir aber mit dem Buch Neuerscheinungen für den April. Das erste Buch ist schon am 2. April erschienen im Knauer Verlag und es heißt Bevor es für uns zu spät ist. Der Autor ist Kawaguchi, ich spreche ihn jetzt mal so aus, und es ist die Fortsetzung des Weltbestsellers Bevor der Kaffee kalt wird mit vier magischen Geschichten aus dem magischen Kaffee. Ich
habe euch dieses Buch ja schon vorgestellt in meinem letzten zuletzt gelesen Video und ich war da ja leider nicht so begeistert davon und deswegen werde ich dieses Buch auch nicht lesen, aber ich weiß, dass viele von euch es sehr gerne mochten. Ihr könnt da gerne mal beim letzten Video vorbeischauen, dann wisst ihr auch, was so meine Probleme mit diesem Buch waren. Aber von der Idee finde ich das eben ganz, ganz toll, nach wie vor. Und wenn ihr Interesse daran habt, schaut es gerne mal an. Vielleicht ist es ja auch eher was für euch. Und zwar ist es auch hier so, dass das Buch die Frage behandelt, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, wen würdest du gern wieder treffen? Das ist der zweite Teil der magischen Kaffee-Reihe. Und bevor der Kaffee kalt wird, erzählt sozusagen ja vier berührende Geschichten von Menschen, die in die Vergangenheit reisen. Sie erhalten die Chance, vergangene Situationen zu verändern, Dinge, die sie bereuen, wieder gut zu machen. Und auch hier sind es wohl vier Menschen, vier Erzählungen über den Sinn des Lebens, Versöhnung, Vergebung oder neue Hoffnung. Bevor es für uns zu spät ist, bringt die Leser zurück nach Japan in das ungewöhnliche Café in Tokio, das seinen Besuchern erlaubt, zurück in die Vergangenheit zu reisen. Aber nur so lange, bis der Kaffee kalt wird. Ihre Motive sind unterschiedlich, doch die gelernte Lektion ist dieselbe. Egal ob Versöhnung, Vergebung oder neue Hoffnung, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Es ist wohl so ein bisschen, obwohl ich das nicht gelesen habe, im Stil von Das Café am Rande der Welt erzählt. Und es sind vier mitreißende Kurzgeschichten von Menschen und ihren berührenden Schicksalen. Zum einen geht es um einen Mann, der seinen besten Freund, der vor 22 Jahren starb, noch ein letztes Mal sehen will. Es geht um einen Sohn, der nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen konnte, um einen Mann, der das Mädchen, das er liebt, nicht heiraten konnte, um einen Detektiv, der seiner Frau nie dieses eine Geschenk machte. Und all diese Menschen haben, glaube ich, schon gewisse Reuegedanken, haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie ja etwas besser machen hätten können. Und ich glaube, das sind schon so Gedanken, die einen beschäftigen können, nicht mehr loslassen können. Und ich frage mich da auch immer, okay, wenn man nochmal die Möglichkeit hat, diesen Menschen zu sehen, macht das wirklich so einen großen Unterschied? Bei den Geschichten, die ich ja jetzt schon gelesen habe, war es schon so. Aber ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Frieden mit sich selbst schließt bei sowas. Und ich bin gespannt, ob ich da auch wieder Rezensionen hören werde, weil ich glaube einfach, es wird ähnlich aufgebaut sein. Der Schreibstil wird sich auch nicht groß verändern, vermutlich. Und ja, ich denke, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Buch auch lesen möchtet oder das erste schon gelesen habt. Dann geht es weiter mit Die Zeit im Sommerlicht. Nach Das Leuchten der Rentiere ist das der neue große Roman der schwedischen Bestsellerautorin. Es erschien am 4. April im Hoffmann und Campe Verlag. Ja, da steht ein Zitat, nämlich, dass es ein einzigartiger Roman ist. Gerüche, Geschmäcker, Gedanken galoppieren über die Seiten wie eine gewaltige Rentierherde. Im Land der Rentiere wird eine Gruppe von Kindern wohl ihrer Welt entrissen und in ein entlegenes Internat verbracht, wo sie sich großen Herausforderungen stellen müssen. Es ist eine unvergessliche Geschichte über dunkle Geheimnisse, Hoffnung und Zusammenhalt und die Rückkehr ins Licht. Wir befinden uns in Schweden in den 1950er Jahren und Else Maie ist 7 Jahre alt, als sie das vertraute Leben im Samidorf und die wärmende Gegenwart ihrer geliebten Rentiere hinter sich lassen und in ein sogenanntes Nomadeninternat gehen muss. Sie trifft hier auf zwei bestimmte Sami-Kinder, aber auch noch weitere, die wie Else Maie von nun an all das verleugnen sollen, was sie von der Welt kennen. Allein die gutmütige Erzieherin Anna, eine Sami wie sie, hält eine schützende Hand über die Kinder. Doch eines Tages verschwindet sie ohne jede Spur. Erst viele Jahre später erfahren die einstigen Schüler die Antwort und mit ihr endlich eine Chance auf Genugtuung und Heilung. Ich habe mich da total an die Geschichten erinnert, die ich bisher gelesen und gehört habe von den amerikanischen Ureinwohnern, weil da ist ja genau dieser Punkt Bildung auch sehr entscheidend. Sie haben ihre eigenen Werte, ihre eigene Kultur, ihre Lebensweisen. Die Kinder werden von klein auf damit groß und dann kommen sie in die Schule und ihnen werden Dinge auferlegt, eingetrichtert, sage ich jetzt mal so, die vielleicht sogar dem entgegenstehen, was sie mitbringen, was für sie wichtig ist. Ja? Und ich frage mich immer, inwieweit darf dieser Eingriff sein? Inwieweit macht er vielleicht alles kaputt? Und ich glaube, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Ich denke, gerade bei indigenen Völkern, die eine lange Geschichte haben, darf man das nicht außer Acht lassen, dass
diese Lebensweisen sie ausmachen. Und ich finde das immer ganz schwierig zu sagen, wenn man so überlegt, okay, wir haben unser Schulsystem, wir haben die Werte, die für uns wichtig sind und das drücken wir allen Menschen dort draußen auf. Ich finde nicht, dass das so einfach geht. Ich finde auch nicht, dass man das tun sollte, weil man dadurch komplett dieses Verständnis für andere Denkweisen außen vor lässt oder ja überhaupt keine Annäherung zulässt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch das behandelt und sehr, sehr gut ist. Also das ist auch relativ weit oben auf meiner Liste. Ich könnte mir vorstellen, viele von euch haben das auch auf dem Schirm, aber auch da bin ich sehr gespannt auf die Kommentare. Dann geht es weiter mit einem nächsten Roman, welcher am 11. April im Kiepenheuer und Witsch Verlag erscheint, und zwar Mühlensommer von Martina Bogdan. Die Autorin erzählt hier wohl warmherzig und humorvoll von einem Leben zwischen zwei Welten. Von einer Jugend auf dem Land, einer Flucht in die Stadt und davon, dass man manchmal zurückblicken muss, um sich selbst zu finden. Es ist ein drückend heißer Sommertag. Mit ihren beiden Töchtern macht sich Maria auf den Weg in ein langes Wochenende fern von Stadt, Stress und Schule. Doch dann ruft Marias Mutter an. Der Vater hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Die Mutter ist bei ihm und auf dem Bauernhof der Familie müssen Schweine, Kühe und Hühner versorgt werden, aber auch die demente Großmutter. Maria fährt sofort zum Hof, doch dort, vor der alten Mühle, erwartet sie neben der unermüdlich äpfelschälenden Oma auch die Erinnerung an ihre Jugend zwischen Schulbus und Schweinestall, 3-Meter-Brett und Kirchenbank, an starre Traditionen und lauter kleine Freiheiten. Als am Tag darauf die Mutter aus dem Krankenhaus heimkehrt und plötzlich auch Marias Bruder Thomas auf dem Hof steht, ist die Familie versammelt. Sie eint die stille Sorge um den Vater, bis Thomas das Schweigen bricht und endlich zur Sprache kommt, was sie alle lang verdrängt haben. Da steht dann auch noch, man weiß nie, wo es hingeht im Leben, aber man weiß immer, wo man herkommt. Steht dann auch noch ein Zitat dabei. Die Autorin weiß um das Leben, um seinen Anfang und das Ende und sie führt uns humorvoll, versiert mitten hindurch. Und es geht weiter mit, ich bin tief berührt und zugleich erfüllt von sommerlicher Leichtigkeit. Das Zitat stammt von der Kabarettistin Luise Kinseher. Und das ist auch ein Buch, was bei meinem Ranking, wenn man so möchte, ganz oben steht, weil ich finde, es passt super in die Jahreszeit, von dem wie es klingt. Aber auch der Inhalt interessiert mich total, weil das ist eigentlich genau das, was ich auch fühle oder meine zu fühlen. Ich weiß ja nicht genau, wie es umgesetzt ist. Ich komme ja auch vom Land, wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf mehr oder weniger und bin dann eben raus in die Welt, zuerst mal in den USA gewesen, was natürlich ein richtig großer Unterschied war. Und dann bin ich nach Köln gezogen, habe da jetzt immer das städtische Leben mitbekommen und merke aber, dass es mich nach und nach immer mehr Richtung Land zieht. Und könnte ich mir vorstellen, dass das hier eben abgedeckt wird. Offensichtlich sind die Kinder ja auch so ein bisschen geflüchtet von dieser Welt. Und jetzt interessiert mich aber total, warum das so ist. Und ob sie sich jetzt vielleicht doch wieder mehr damit verbunden fühlen und mehr damit anfangen können. Das ist für mich auch das Spannende und ich glaube, es könnte toll sein. Dann geht es weiter mit Frau Jeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen. Ein Roman, der am 15. April im Hansa Blau Verlag erscheint. In einer schmalen Gasse eines alten Stadtteils von Seoul befindet sich Frau Jeoms kleiner Gemischtwarenladen. Täglich kreuzen sich hier die Wege ganz unterschiedlicher Menschen. Der obdachlose Doko versucht sein Leben neu zu ordnen und fängt als Nachtschichtarbeiter in dem Laden an. Schnell merkt er, dass er nicht der Einzige ist, den Sorgen und Nöte umtreiben. Frau Jeom und Frau Oh hadern mit dem Verhältnis zu ihren erwachsenen Söhnen. In Gyeong, weiß ich nicht genau, ist unglücklich in ihrem Beruf als Schauspielerin und Gyeong Man steht immer wieder sein hitziges Temperament im Weg. Doch durch Dok Go schöpfen sie alle neue Kraft und lenken ihre Leben in überraschende und hoffnungsvolle Bahnen. Hier wird sich wohl humorvoll und einfühlsam besonderen Begegnungen im Alltag gewidmet und es erzählt von mutigen Entscheidungen, neuen Wegen und dem Glück der Gemeinschaft. Und das ist auch ein Thema, was ich über alles liebe, worüber ich tatsächlich auch schreiben möchte auf meinem Substack-Profil. Das kommt bald, das passt jetzt ganz gut. Und zwar einfach dieses Thema Begegnungen mit anderen Menschen. Ich habe mir früher nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Und gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist es so, okay, wir treffen jemanden vielleicht auch nur auf dem Hof, im Garten, beim Einkaufen und das ist direkt wieder weg. Kurze Begegnung, weg. Weil unser Bewusstsein auch, finde ich, immer so ein bisschen abgeschwächt ist, überreizt ist vielleicht auch und wir dementsprechend gar nicht mehr so darauf achten. Wenn man das aber verändert, also diesen Blick
dann nimmt man so viel mehr wahr. Und dann merkt man auch erst wieder, was richtig Leben ist. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Ich hoffe, ich werde das in meinem Artikel dann genau erklären können, was ich damit meine. Aber das trifft bei mir total ins Schwarze. Weil ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Es kann sein, dass viele Leute irgendwie, ja, die haben ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Probleme. Und dann kommt da jemand, der optimistisch ist, eine andere Sichtweise aufs Leben hat oder eine andere Herangehensweise. Und manchmal braucht es nicht mehr. Der kann das Leben all dieser Menschen verändern, nur durch die Art und Weise, wie er auftritt, wie er das Leben sieht. Es gibt ja solche Menschen, ne? Denen begegnet man und man denkt sich so, wow, ich habe nur ein paar Sätze mit dir gesprochen und ich habe irgendwie so viel für mich mitgenommen. Ich glaube, es könnte ein bisschen in die Richtung gehen. Dann geht es weiter mit Die Tage in der Buchhandlung Morisaki. Ein Roman, der wohl von der heilsamen Kraft des Lesens handelt. Erscheint am 15. April im Inselverlag als Taschenbuch. Also das gibt es, glaube ich, schon in gebundener Form. Und hier erzählt der Autor in seinem Bestseller Schnörkellos und leichtfüßig und auch charmant von einer jungen Frau, die durch die heilsame Kraft des Lesens zurück ins Leben und zu neuen Freundschaften findet. Die 25-jährige Takako hat einen Job, eine Wohnung in Tokio und einen festen Freund. Als dieser ihr eines Abends freudig eröffnet, er werde heiraten, und zwar eine andere, fällt sie aus allen Wolken. Vor Kummer verkriecht sie sich und kündigt ihren Job. Als ihr Onkel ihr anbietet, eine Zeit lang in seinem Antiquariat im berühmten Bücherviertel Tokios, den Namen kann ich nicht aussprechen, auszuhelfen und dort auch unterzukommen, findet sie das zwar zunächst alles andere als reizvoll, willigt aber ein. Doch in dem kleinen Zimmer über dem Laden inmitten von Büchern entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Lesen und schöpft allmählich wieder neue Kraft. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Da draußen ist jemand. Ich glaube, der pinkelt da gerade hin, vor meinen Augen. Okay. Wir machen weiter. Was zur Hölle? Du weißt doch, dass hier überall Fenster sind und man ihn sieht. Läuft bei dir. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ach so, ja. Wir wissen ja, glaube ich, alle Bescheid über die Kraft des Lesens. Also wie viel einem das geben kann. Einfach, es zahlt auch so ein bisschen in dieses Konzept Slow Living ein, weil man sich abschottet von den Geräten und einfach nur da sitzt mit einem Buch, durchblättert, sich Zeit dafür nimmt und durch die Geschichten anderer, auch wenn sie fiktiv sind, wird man inspiriert und erhält auch andere Blickwinkel und schöpft auch wieder neue Hoffnung, je nach Inhalt des Buches. Das kann schon eine Menge auslösen, aber ich glaube, das muss ich niemandem sagen, der jetzt hier auch Abonnent meines Kanals ist. Dann geht es weiter mit einem Buch von einem Verlag, den ich ebenfalls nicht kenne, dem Kona Verlag. Erscheint am 15. April von Claire Fuller. Und zwar Jeannie und Julius, ein Roman über ein einfaches Leben in einem englischen Cottage. Wir befinden uns in Wiltshire im Südwesten Englands. Die Zwillinge Jeannie und Julius leben mit ihrer Mutter dort am Rande der Gesellschaft in einem windschiefen Cottage. Jeannie kann nicht lesen und nicht schreiben. Im Dorf verkauft sie, was sie in ihrem wilden Garten anbaut. Julius kämpft sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ihr Leben ist einfach, sie haben nicht viel, aber was sie haben, gehört ihnen. Doch dann stirbt dort und es kommen Geheimnisse über das Cottage, den Vater und Jeannies schwaches Herz ans Licht, die das Leben der Zwillinge seiner Einfachheit berauben. Auch hier frage ich mich, also zum einen finde ich das Setting super spannend. Ich liebe das ja, wenn man in England ist, und dann ist das eher so eine Hütte. Also ganz gemütlich, einfach stelle ich es mir vor mit dem Nötigsten, aber trotzdem sind sie glücklich. Und ich glaube, was so ein Leben vor allem ausmacht, ist die Gemeinschaft, der Zusammenhalt. Und was passiert dann aber, wenn eine Person zum Beispiel wegbricht oder wenn dann sowas kommt wie Krankheiten, ne? Also das, was man eigentlich hat, diese Gesundheit, dieses Miteinander, wenn das auch noch wegbricht, wie ist das Leben dann? Also wie gehen sie damit um, mit solchen Schicksalsschlägen so gesehen? Und ja, also ich finde, das hört sich toll an. Und da bin ich auch gespannt, ob ich ein bisschen was dazu finde, weil ich glaube nicht, dass es so bekannt ist, ehrlich gesagt. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Der Titel des nächsten Buches lautet Die Stimme der Kraken, erscheint am 20. April im Tropenverlag. Es gibt außergewöhnliche Lebewesen in den tiefen Wassern vor der Insel Condao. Für die Einheimischen sind sie Monster, für den Großkonzern, dem die Insel gehört, ein lukratives Geschäft. Für das Team der Wissenschaftler, unterstützt vom weltweit ersten Androiden, eine Offenbarung. Ihr Bewusstsein ist anders als unseres. Ihre Körper sind formbar, beweglich, immer in Veränderung. Sie beherrschen intelligente Kommunikation und sie wollen, dass wir verschwinden. Der Technologiekonzern Dianima hat den abgelegenen Archipel Condao abgeriegelt. Eine Krakenart wurde entdeckt, die möglicherweise eine eigene Sprache und Kultur entwickelt hat. Eine Meeresbiologin reist zu den Inseln, um mit der neuen Spezies Kontakt aufzunehmen. Mit in ihrem Team eine kampferprobte Sicherheitsbeamtin und der erste Android der Welt. Doch es dauert nicht lange, bis Mächte auf den Plan treten, die mit den Kraken ganz andere Absichten verfolgen. Ein globaler Wettstreit um Ressourcen und Herrschaft beginnt, bei dem alles auf dem Spiel steht. Was ist intelligentes Leben? Es ist wohl ein Thriller, steht hier im Beschreibungstext, wobei, glaube ich, auf dem Cover nur Roman steht. Und er stellt die Frage auf nie dagewesene Weise. Ein atemberaubender Tauchgang soll es sein zu den Abgründen der menschlichen Zivilisation und den Geheimnissen der Tiefsee. Ich finde, das klingt so gut, weil ich habe ein bisschen Angst vor denen, muss ich sagen. Also vor Kraken. Ich finde das super gruselig, aber ich finde die auch faszinierend. Und es zeigt mal wieder, ich denke mir das auch immer bei der Tierwelt, aber auch generell bezogen auf die Natur, dass der Mensch ständig versucht, alles für sich zu beanspruchen, was ihm nicht gehört. Und ich finde es natürlich gut, wenn man mehr über Lebewesen erfährt oder ne, also die Wissenschaft auch weiterkommt und mehr erforscht. Aber es gibt ja auch Grenzen und man sollte es nicht immer sozusagen für Macht oder Ähnliches missbrauchen. Und das passiert ja leider sehr, sehr schnell. Es gibt viele Zitate zu diesem Buch, also zum Beispiel so unterhaltsam wie durchdacht. Diese Erkundung menschlichen und nichtmenschlichen Bewusstseins ist schlicht umwerfend. Oder von der New York Times, spannend, absolut gegenwärtig und äußerst klug. Mal schauen, vielleicht erfährt man dazu auch etwas, das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Weiter geht es mit Das Fenster zur Welt, ein Roman, der am 20. April im Klett-Cotta Verlag erscheint, von Sarah Winman. Es startet direkt mit einem Zitat. Es gibt nicht genug Superlative, um die Schönheit dieses Romans zu beschreiben, von der Sunday Independent. Es geht hier um Ulysses und Evelyn, die sich in einem italienischen Weinkeller begegnen und über Kunst und das Leben sprechen. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Schönheit in der Welt nicht leicht zu finden ist. Die Begegnung knüpft zwischen ihnen ein lebenslanges Band der Freundschaft. Von den sonnenbeschienenen Hügeln der Toskana bis hin zum Londoner East End ist Das Fenster zur Welt ein lebensbejahender Roman über Schicksal, Liebe und Familie. Er ist ein junger britischer Soldat. Sie ist eine 60-jährige Kunsthistorikerin, die ihre geliebten Gemälde vor den Bomben des Zweiten Weltkriegs bewahren will. Ein einziger Abend eröffnet Ulysses eine Sichtweise auf die Welt, die ihn für immer verändert. Nach dem Krieg kehrt er aus Florenz in seine Heimat London zurück, zu den alten Bekannten, die sich täglich in Coles Pub treffen. Dort wartet auch Peg, die Liebe seines Lebens, die ihr Herz aber an einen amerikanischen Soldaten verloren hat. Ulysses hofft auf einen Neuanfang. Da ihn seine Jahre in Italien nie loslassen, bricht er in ein ungewisses Abenteuer auf. Ein Leben in Florenz. Im Gepäck hat er nicht nur Pegs Tochter Alice, sondern auch den alten Cress und den Papagei Claude. Sarah Winman hat einen warmherzigen, atmosphärischen Roman über Freundschaft und Schönheit geschrieben und wohl auch darüber, dass es nie zu spät für einen Neubeginn ist, auch wenn man sich selbst dafür zu alt fühlt. Und hier gibt es eine Menge an Zitaten, wie zum Beispiel: Die Seiten wimmeln von ungestümem, überschwänglichem Leben. Der Roman hat Schwung, Charme und ein großes Herz. Oder auch, das war jetzt von der Sunday Times, Satz für Satz, Figur für Figur wird das Fenster zur Welt zur Poesie, von New York Times Book Review. Und sie hatte auch noch dieses andere Buch geschrieben, was richtig gut ankam, mit diesem blau-gelben Cover, was ich auch noch hier habe, aber noch nicht gelesen habe. Wie hieß das nochmal? Ich werde das auf jeden Fall hier irgendwo einblenden. Ich glaube, das war doch dieselbe Autorin. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass einige auf diesen Roman warten und ich finde gerade die Konstellation sehr spannend, also diesen großen Altersunterschied, die etwas ältere Dame, aber dann auch ja, den Mann, der sozusagen seine Liebe loslassen muss, nochmal zu einem neuen Abenteuer aufbrechen möchte. Und ich glaube, dass die beiden viel voneinander lernen können und stelle mir das richtig, richtig spannend vor. Also könnte auch wieder ein gutes
Buch sein. Und das war es mit der Vorstellung der Buchneuerscheinungen, die ich für den April rausgesucht habe. Ich habe das Gefühl, das war dieses Mal relativ lang. Aber naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ihr könnt gerne in die Kommentare wie immer schreiben, ob ihr ein bestimmtes Buch im Kopf habt, was ihr euch für den April wünscht, was ihr gerne im April lesen möchtet, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss!